Nach 4 Jahren Krieg beginnt sich das Blatt zu wenden. Das kroatische Militär ist mit US-Unterstützung aufgerüstet und verstärkt worden. Der kroatische Präsident Tudjman ist bekennender Nationalist. Seine Politik ist 1991 ein Auslöser des Krieges. Seit die Serben ein Drittel Kroatiens unter ihre Kontrolle gebracht haben, will er vor allem eins: Revanche. Am 4. August 1995 ist es soweit. Die kroatische Armee beginnt mit der Operation Sturm. Die seit 1991 serbisch kontrollierten Gebiete rund um Knin sollen zurückerobert und die Serben aus der Krajina vertrieben werden. Die Krajina war am Ende. Es gab nichts, was sie hätten tun können. Die Kroaten waren jetzt gut ausgerüstet und gut organisiert. Und sie waren entschlossen, das Gebiet zurückzuholen. Die unterlegenen serbischen Truppen ziehen sich aus der Krajina zurück, bevor der kroatische Angriff beginnt. Damit ist der Weg frei für die kroatische Armee. Die serbischen Behörden entschließen sich, die Krajina zu evakuieren. Mehr als 150.000 Einwohner fliehen aus Angst vor kroatischer Rache aus ihrer Heimat. Die meisten kehren nie mehr zurück. Die vorrückenden Einheiten plündern und morden bei der Rückeroberung der Krajina. Kriegsverbrechen, diesmal begangen von Kroaten an Serben. In weniger als 4 Tagen gelingt es der kroatischen Armee, die Krajina zurückzuerobern und die Kontrolle über alte serbische Siedlungsgebiete zu übernehmen. Der kroatische Präsident Franjo Tudjman hat sein Ziel erreicht. Sie hatten die Unterstützung des Westens, um die Kontrolle zu übernehmen, um die serbischen Gebiete zurückzugewinnen. In Bosnien dagegen geht der Krieg weiter. Ende August 1995 schlägt eine serbische Granate vor der Markthalle von Sarajevo ein. Etwa 40 Zivilisten sterben. Ein Angriff mit weitreichenden Folgen. Der Westen greift ein. 2 Tage später beginnt die NATO ihre Operation Deliberate Force gegen die bosnisch-serbische Armee. Es ist der erste Kampfeinsatz in der Geschichte des Bündnisses. Das erste Ziel: Sarajevo befreien, nach mehr als 3 Jahren Belagerung. NATO-Bomber sowie kroatische und muslimische Kräfte drängen die bosnischen Serben nach Osten zurück und zwingen Belgrad an den Verhandlungstisch. Auf der US-Luftwaffenbasis von Dayton, Ohio, finden Friedensgespräche statt. Abgeschirmt von der Außenwelt, ohne Pause. Nach 3 zermürbenden Wochen immer noch kein Ergebnis. Die 3 Delegationen waren sich derartig spinnefeind, dass es nur in Ausnahmefällen möglich war, alle 3 an einen Tisch zu kriegen. Die einen sitzen im einen Raum, wir als Unterhändler gehen von diesem einen Raum in den anderen Raum, da sitzen die anderen. Dann wird denen erzählt, was die da gerade gesagt haben. Dann sagen die, ja, das gefällt uns oder das gefällt uns nicht. Oder geht man wieder in den anderen Raum zurück. Also das ist ein mühseliges Verhandeln. Bosnien-Herzegowina soll in eine serbische und eine bosnisch-kroatische Zone aufgeteilt werden. Doch wo verläuft die Grenze? Vor allem der bosnische Präsident tut sich schwer. Alija Izetbegovic hat sein Land zwar in die Unabhängigkeit geführt, vor allem aber zählt für ihn der Schutz der bosnischen Muslime. Izetbegovic weiß, dass kein Kompromiss allen gerecht werden kann. Die Verhandlungen sind festgefahren. Dann gelingt es den Amerikanern mit einer List, die Dinge voranzutreiben. Die amerikanische Delegation packte ihre Koffer und stellte die Koffer sichtbar in den Hof. Das hat den erfreulichen Effekt gehabt, dass denen alle der Schreck in die Glieder fuhr. Denn die mussten sich ja auch die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn wir mit leeren Händen zurückkommen
Und das hat dann doch einen gewissen Ruck verursacht. Und es ist mehreren glücklichen Zufällen zu verdanken, als Begabung oder sonstigen Faktoren, dass dann tatsächlich nach 21 Tagen unablässigen Tag- und Nachtverhandelns tatsächlich die Unterschrift möglich war. Es war ein echter Marathon. In Paris kommen die Staatsoberhäupter am 14. Dezember zusammen, um das Abkommen von Dayton zu unterzeichnen. Nach 43 Monaten ist der Bosnienkrieg beendet. Naš cilj je bio i ostao cjelovita i demokratska Bosna. Odredbe ugovora to garantuju. Ali hoće li te odredbe postati život ili će ostati mrtvo slovo na papiru, to od ovog trenutka dobrim dijelom zavisi od nas, od toga šta hoćemo i šta možemo. Borba za te ciljeve nije izgubljena, ali nije ni dobijena. Der Bundesstaat Bosnien-Herzegowina bleibt formell bestehen. 49% des Territoriums werden der serbischen Republika Srpska zugeschlagen, 51% der Föderation aus Kroaten und bosnischen Muslimen. Das Abkommen von Dayton hat die Landgewinne auf dem Schlachtfeld zementiert. Heute kritisieren wir dieses Abkommen, aber damals war es das Beste, das man erreichen konnte.